Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 7. Juni. Wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. 1. Korinther 13, Vers 3. Dies Wort kann einen Christen, der sich in der Bibel auskennt, verblüffen. Denn überall in der Bibel wird der Glaube an den Herrn Jesus Christus als das Wichtigste und Größte hingestellt. Der Herr Jesus hat auch nach seiner Auferstehung von den Toten seiner Jünger gescholten. Träge Herzen hat er sie genannt, weil sie nicht geglaubt hatten. Im Brief an die Hebräer heißt es, ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen. Das Evangelium wird im Römerbrief genannt eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Und Abraham wird gerühmt, weil er geglaubt hat. Überall wird der Glaube als das Wichtigste gezeigt. Darum müsste nun doch der Apostel Paulus in unserem Text schreiben: Wenn ich meine Habe den Armen gebe und hätte keinen Glauben an Jesus, so wäre mir es nichts nütze. So passt es in den Zusammenhang der ganzen Bibel. Aber seltsam, hier steht: Und hätte der Liebe nicht. Ist das ein Widerspruch? Oh nein, hier wird deutlich. Glaube und Liebe gehören zusammen wie zwei Seiten einer Münze, denn beide sind eine Frucht des Heiligen Geistes. Ein Herz, das erfüllt ist mit Glauben an Jesus, das ist auch erfüllt mit Liebe zu den Menschen, die Gott uns in den Weg führt. Von Natur ist unser Herz kalt und tot, aber dann geschieht das Wunder. Der gute Heilige Geist fängt sein Werk an. Er erweckt uns zum Glauben und zur Liebe. Er zeigt uns den Mann von Golgatha so, dass wir ihm zufallen. Und er zeigt uns den Nächsten so, dass wir ihn lieb haben müssen. Herr, mache unsere kalten Herzen lebendig. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingen musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet. Und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich.